Heute zeige ich euch, wie ihr mein neues Schnittmuster Mr. Komet nähen könnt. Damit ist die Komet-Familie vollständig, denn es gibt ja schon den Komet-Schnitt, das ist der Schnitt für Kinder, und den Lady Komet, inklusive Big Lady Komet für die Damen. Und mit Mr. Komet ist die Reihe jetzt komplett und ihr könnt, wenn ihr wollt, natürlich nur für die ganze Familie Kometenpullis nähen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wie immer habe ich schon zugeschnitten und weil die Teile so groß sind, konnte ich sie jetzt hier nicht auf dem Tisch voll ausbreiten. Also wir brauchen die Kapuze, je einmal aus Innen- und Außenstoff. Und zwar hat die Kapuze insgesamt 4 Teile, 2 Seitenteile, das vordere Teil, Mittelteil und den Kapuzenstreifen. Wir haben also pro Kapuze 4 Teile. Einmal für die äußere Kapuze und hier auch nochmal 4 Teile für die innere Kapuze, wobei die beiden Seitenteile beim Zuschneiden gegengleich zugeschnitten werden. So, die haben wir also schon. Dann braucht man natürlich 2 Ärmel, die schneide ich auch gegengleich zu. Da sind sie. Dann brauchen wir das mittlere Rückenteil und das sind die seitlichen Rückenteile. Das gehört zusammen und das lege ich mir nach dem Zuschneiden auch schon so direkt wieder ineinander, damit ich nachher weiß, welches zu welchem gehört. Die Seitenteile sehen sich nämlich ganz schön ähnlich. Und das ist das vordere Mittelteil, das ist im Bruch zugeschnitten. Und das sind die vorderen Seitenteile. Die lege ich mir auch zusammen. So, und dann brauche ich noch einen Daumenbund. Der wird ebenfalls seitlich im Bruch zugeschnitten und 2 Ärmelbündchen, die werden so rum im Bruch zugeschnitten, die werden nachher so rum zusammengenäht. Gut, aber dazu später. Und zum Schluss habe ich hier noch die die Tasche. Für die Tasche brauche ich außerdem noch circa 3,5 cm breite Bündchenstreifen. Und mit der Tasche fangen wir jetzt auch direkt an. Die Bündchenstreifen werden links auf die Hälfte geklappt und auf die Eingriffskanten der Taschen genäht. Da das jetzt eine gerade Kante ist, braucht man je nach Bündchen nur ganz leicht dehnen. Ne? In Rundungen muss ja stärker gedehnt werden, aber es ist eine gerade Kante, darum reicht eine ganz leichte Dehnung aus. Ich habe hier ein ziemlich festes Bündchen, das ist von Stoff und Stil, das hat meiner Meinung nach eine sehr gute Qualität, das benutze ich sehr gerne und da braucht man wirklich nur ganz leicht, fast gar nicht zu dehnen. So, weil ich jetzt noch nicht die Nadeln geholt habe, lege ich es jetzt erstmal nur so ran. Man kann sich natürlich auch mit ein paar Nadeln ranstecken. Dann zeige ich euch jetzt, wie ich es annähe und anschließend gleich absteppe. Und weil ich immer mal wieder ein paar Fragen kriege, womit ich dann absteppe bzw. diese schönen Nähte erzeuge, ich habe eine Covermaschine und zwar von der Firma Babylock und die heißt Cover Stitch. Damit mache ich das. Prinzipiell kann man diesen Effekt auch mit einigen Overlock-Zierstichen der normalen Nähmaschine erzielen. Allerdings haben nicht alle Nähmaschinen solche Zierstiche. Oder was man auch machen kann, man kann einfach die Teile links auf links mit der Overlock annähen. Das heißt, in diesem Fall würde ich dann den Bündchenstreifen unter die Tasche legen und hier mit der Overlock zusammennähen. Dann würde ich die Nahtzugabe, die man dann ja sehen würde, hier in die Tasche klappen und dann einmal mit einem Geradstich absteppen. Dann hat man natürlich auch einen ganz ähnlichen Effekt, wie die Covermaschine nachher sichtbar erzeugt. Gut, so viel dazu. Aber ich mache das mit der Overlock so. Also rechts auf rechts wird es zusammengenäht und danach mit der Covermaschine abgesteppt. Los geht's! Ich nähe jetzt diesen Bündchenstreifen ganz leicht oder eben, wie gesagt, auch gar nicht gedehnt an die Eingriffskanten der Tasche. Musik
andere Seite auch noch. Jetzt, wie gesagt, klappe ich die Nahtzugaben in die Tasche. Also ich klappe sie so rum, sodass sie in der Tasche zu liegen kommen. Und wenn ich jetzt keine Covermaschine habe und möchte das mit der normalen Nähmaschine machen, dann würde ich jetzt hier knappkantig mit einem Geradstich oder irgendeinem Zierstich deiner Wahl von außen die Nahtzugabe absteppen. Das verhindert, dass sich das später so umklappen kann, wenn der Pulli getragen wird. Ich mache das jetzt, wie gesagt, mit der Cover. Und da ich die eigentliche Covernaht, die normalerweise in dem Kleidungsstück zu sehen ist, die versäubernde Naht, gerne außen habe, weil ich das optisch total schön finde, nähe ich jetzt von der linken Stoffseite. Moment, falsches Pedal. Da ist das Richtige. So gibt das jetzt natürlich einen schönen Effekt auf dem grünen Sweat. Und auch hierzu bekomme ich immer wieder Anfragen, ob ich die Maschine empfehlen kann und so weiter. Also ich habe die Maschine jetzt ein paar Monate und ich kann sie vorbehaltslos zu 100% empfehlen. Die macht nie Mucken. Wenn sie mal einen Fehlstich gemacht hat, was vorkam, lag es immer an mir. Dann hatte ich die Nadeln nicht gewechselt oder irgendeine Einstellung war falsch. Aber man braucht prinzipiell sehr wenig einstellen und sie erzielt immer gute Ergebnisse. Also ich bin wirklich sehr zufrieden damit und kann mir auch nicht mehr vorstellen, ohne dieses Schätzchen auskommen zu müssen. Okay, dann geht's jetzt gleich am Nähtisch weiter. Das ist jetzt unsere Tasche. Ich schneide ja diese Bündchenstreifen immer einen Ticken zu lang zu. Ist mir nämlich auch schon passiert, dass er zu kurz war. Dann habe ich mich richtig geärgert. Naja, auf Schaden wird man ja bekanntlich klug und von daher immer zu lang. Und jetzt schneiden wir die überstehenden Reste ab. Die Tasche kommt jetzt auf das mittlere Vorderteil oder vordere Mittelteil, wie auch immer. So. Da ist es. Im Schnittmuster ist die Taschenposition natürlich eingezeichnet. Da aber hier die Tasche in jedem Fall mit der unteren Kante bündig abschließt, sage ich mal, hole ich das jetzt nicht raus, um nachzuprüfen, denn es muss sowieso hier unten bündig abschließen und dann sitzt sie so auch richtig. Jetzt klappe ich oben die beim Zuschnitt zugegebene Nahtzugabe ein. Und fixiere mir das mit, zwei Nadeln. So. Hier steht es bei mir jetzt auch ein bisschen über. Das liegt daran, dass ich auch da schon des Öfteren das Problem hatte, dass die Tasche zu kurz war. Wenn man jetzt genau zuschneidet, darf das natürlich nicht passieren. Aber auch da bin ich einfach so veranlagt, habe es mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich hier einfach die Nahtzugabe etwas breiter zuschneide, sodass ich auf keinen Fall eine Tasche habe, die kürzer ist als mein vorderes Mittelteil. Das kann ich dann natürlich jetzt wieder zurückschneiden. Das fixiere ich mir hier auch mal mit zwei Nadeln an den Seiten, damit es dann nicht wieder verrutscht.
Jetzt kann man natürlich, wenn man eine Cover hat, auch damit hier diese Kante festnähen, also aufcovern. Das mache ich aber ganz gerne mit der normalen Nähmaschine. Das sei aber jedem selbst überlassen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt dieses Stück der Tasche auf dem Pulli fixieren. So, ich beginne also an einer Seite der Tasche. Ich mache das jetzt mit einem ganz einfachen Geradstich. Erstmal vernähen. Und um nachher zu verhindern, dass diese Tascheneingriffskanten hier oben ausreißen, nähe ich jetzt gleich einfach so 5-6 Mal vor und zurück. Und damit ist diese Stelle da oben ausreichend gesichert. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite der Tasche. Vernähen und fertig. Die Tasche ist also aufgenäht. Weiter geht's am Nähtisch. So, die Tasche ist jetzt wie gesagt drauf. Wer mag, kann sich natürlich diese beiden kleinen Stücke auch mit einem Heftstich auf der Nahtzugabe sichern, also gegen das Verrutschen später sichern. Jetzt werden die vorderen Seitenteile rechts auf das vordere Mittelteil gesteckt. Da gibt es auch Passzeichen, die, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, die habe ich mir hier so rot markiert, beim Zuschnitt gleich übertragen auf alle Schnittteile und da setze ich jetzt auch an und dann sieht man auch, hier passt es genau bis nach unten und hier bis nach oben. Das gleiche auf der anderen Seite, das Passzeichen suchen. Aufeinander stecken. Und weil ich gerade so schön dabei bin, mache ich das gleiche jetzt noch mit dem Rückenteil, bevor ich an die Nähmaschine gehe. Das spart nämlich ein bisschen Arbeit, als wenn ich das jetzt alles einzeln machen würde. So, jetzt mache ich das gleiche mit dem Rückenteil, also die rückwärtigen Seitenteile, das ist falsch rum, so rum, werden jetzt rechts auf das mittlere Rückenteil gesteckt. Auch hier orientiere ich mich wieder an den Passzeichen, die ich mir beim Zuschnitt mit übertragen habe. Und die zweite Seite. So, und damit das Video nicht allzu lang wird, habe ich mir überlegt, dass ich es diesmal so mache, dass ich euch einmal am Anfang zeige, wie ich eben zum Beispiel die Nähte schließe und auch, wie ich sie mit meiner Cover absteppe.
aber dann im Folgenden nicht nochmal einzeln, weil das wiederholt sich im Grunde ja quasi immer nur, ist immer gleich. Und wie man zwei Nähte mit der Overlock schließt, das wisst ihr auch, wenn ihr dieses Schnittmuster gekauft habt. Und wie man absteppt, wisst ihr auch. Und ja, das habe ich mir jetzt so gedacht, das dauert dann für mich nicht so lange und für euch beim Gucken letztendlich auch nicht. Und viele von euch haben vielleicht auch schon Komet genäht oder Lady Komet oder beide. Und im Prinzip wird das ja gleich genäht, werden beide Schnitte gleich genäht, beziehungsweise alle drei Schnitte, bis auf das bei dem Kinderkomet und dem Lady Komet die Tasche vorne ein bisschen anders ist. Aber ansonsten sind die Versionen dann mit Kapuze und mit Kragen fast identisch zu nähen. Okay, also dann zeige ich euch jetzt nochmal einmal an der Overlock, wie ich zum Beispiel das Vorder- oder Rückenteil zusammennähe und danach an der Cover, wie ich es nochmal absteppe. Und den Rest zeige ich euch dann einfach nicht und dann sehen wir uns danach hier am Nähtisch wieder. Also ich starte dann mal mit dem Vorderteil. Beginne mit einer Seite. Da sind sie jetzt, die beiden Seitenteile. Macht sich natürlich auch schön, wenn man die in einer anderen Farbe näht. Aber das kommt natürlich auch ganz auf den Mann an, der den Pulli später tragen soll. Da sind ja Männer auch sehr verschieden, wie bunt es sein darf, wie viel Muster vorhanden sein darf oder eben auch nicht. Und so werde ich jetzt auch bei den anderen Teilen vorgehen. Das zeige ich euch natürlich vorher immer, wie ich das am Tisch mache. Aber das Nähen eben und Absteppen lasse ich dann als einzelne Schnitte, sage ich schon. Ja, ich bin total auf Schnitte fixiert. Als einzelne Schritte weg. So. Also, das Vorderteil ist fertig. Schneide ich hier oben die überstehenden Nahtenden ab, hier unten auch. Und das Rückenteil habe ich auch gleich mitgemacht, ist auch fertig. Hier mache ich das Gleiche. Lässt sich nachher einfach besser weiterarbeiten, wenn da nicht überall die Zippel hängen. So. Als nächstes kommen die Ärmel.
dran. Ich beginne da immer beim Vorderteil. Und bei einem Raglanärmel kann man sich das ganz leicht merken, welcher Teil wo rankommt. Es gibt ja hier auch Passzeichen, die habe ich mir auch eingezeichnet. Aber auf den ersten Blick, damit man weiß, wo man ihn ansetzen muss, das niedrigere Teil kommt immer, also das hier, kommt immer an das Vorderteil und das höhere nachher an das Rückenteil. Ist ja klar, vorne hat man, sieht man jetzt nicht, vorne hat man halt mehr Ausschnitt als hinten. So, stecke ich mir jetzt also die Ärmel mit Hilfe der Passzeichen. Dann mache ich das wieder wie bei den Seitenteilen. Eben beginne von da aus zu stecken. Und den anderen Ärmel auch. Beginnt von den Passzeichen. Hört man das eigentlich, dass hier eine dicke, dicke Biene drin rumsummt? Irgendwie habe ich die heute nicht rausgekriegt. Die wollte nicht. Und die ärgert mich jetzt ein bisschen. So, also die beiden Ärmel habe ich jetzt erstmal angesteckt. Die nähe ich jetzt an und steppe es danach auch gleich ab. Wie gesagt, das erspare ich euch. Ich zeige euch dann danach gleich, wie es mit dem Rückenteil und den Ärmeln weitergeht. So, die beiden Ärmel sind jetzt am Vorderteil dran. Auch hier schneide ich wieder die Nahtecken ab. Hier, die Achsel sind natürlich auch welche. Okay, jetzt stecke ich meinen Rückenteil auf einen Ärmel. Welcher ist total egal. Wie man auch in der E-Book-Beschreibung sieht, nehme ich immer den linken von mir aus gesehen. Hier mache ich wieder das Gleiche. Am Passzeichen orientieren. So. Den zweiten Ärmel, nicht den zweiten Ärmel, die zweite Naht meinte ich. Wenn ich das jetzt angenäht und festgesteppt habe, dann kommt die andere Seite des Rückenteils rechts auf den verbliebenen Ärmel. Das zeige ich euch jetzt so schon mal, ne? Das ist im Prinzip, funktioniert es ja genau wie hier auf dieser Seite auch. Dass ich es euch jetzt nicht einzeln zeige, hat den Hintergrund, dass ich mit meiner Covermaschine leichter dran komme, wenn ich jetzt erst die eine Naht mache, die dann absteppe, also mit der Cover, und danach die zweite. Ansonsten könnte man ja jetzt auch schon beide aufeinander stecken und erst zusammennehmen und danach eine und danach die andere absteppen. Das ist einfach nur so ein interner Arbeitsablauf bei mir. Okay, also dann wollen wir die Nähte mal schließen. Die vier Raglan-Nähte, also die beiden vorne und die hinten, sind jetzt geschlossen. Ich schneide jetzt erstmal wieder die Nahtfusseln ab, die überstehenden Nahtenden. So, jetzt können wir schon mal als nächstes die Ärmel- und Seitennähte in einem Zug schließen. Dazu drehe ich den Pulli um, also dass er links auf links zu liegen kommt. Das Vorderteil liegt auf dem Rückenteil und die Ärmel liegen aufeinander. Und da beginne ich dann immer unter der Achsel, damit die beiden Nähte da direkt aufeinander treffen. Manchmal benutze ich auch diese schönen Klammern hier, das geht einfach schneller. Das sind sogenannte Wonderclips von Glover. Besonders auch, wenn man viele Schichten Stoff hat, zum Beispiel Jacken, die noch ein Fließfutter innen drin haben, also ein Thermoflies für den Winter oder so, da macht das wirklich Sinn.
Und außerdem jetzt hier bei so langen Strecken geht es auch viel schneller, als wenn ich da überall Nadeln reinstecke. So. Die Nähte, die ich mir jetzt gesteckt habe, beziehungsweise ich in meinem Fall geklammert. So. Jetzt alles durchs Umdrehen ein bisschen verschoben. Die nähe ich jetzt in einem Zug. Also hier entlang unter der Nähmaschine kann ich das ja gerade hinlegen, kann ich jetzt hier diese Naht und natürlich genauso die andere so runter schließen. Danach zeige ich euch dann hier, wie es weitergeht. So, da bin ich wieder. Jetzt drehe ich mir den soweit bereits zusammengenähten Pulli um. Jetzt habe ich ihn wieder mit der schönen Seite, also mit der rechten Stoffseite vor mir liegen. Das ist aber hinten. Das ist vorne. Ja, sieht doch gut aus. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten in dem Schnitt. Entweder einen Kragen oder eine Kapuze. Der Kragen ist an sich ja wirklich easy zu nähen. Man schneidet ihn zweimal zu. Einmal aus Futterstoff, einmal aus Hauptstoff. Schließt hinten einmal die Naht, die nachher im Rücken ist. Arbeitet gegebenenfalls die Ösen. Näht ihn einmal oben an dem Ausschnitt zusammen und näht ihn dann nachher genauso an, wie ich euch das jetzt gleich bei der Kapuze zeige. Dieser Pullover bekommt eine Kapuze. Ich zeige euch das jetzt am Beispiel der Außenkapuze. Die Innenkapuze wird dann haargenauso genäht. Wer jetzt Ösen arbeiten möchte, sollte das jetzt zuerst tun. Und zwar in diesem vorderen Schnittteil. Wie man die Ösen arbeitet, habe ich im E-Book gezeigt. Und da gibt es hier auf YouTube sicherlich auch schon einige Videos dazu. Ich habe früher die großen Ösen von Prüm benutzt. Ich glaube, das waren so 10, 11 oder 12 mm. Die musste man mit dem Hammer einschlagen. Die haben aber eigentlich nicht wirklich gut gehalten. Da habe ich noch keinen ultimativen Trick gefunden. Mittlerweile bin ich umgestiegen auf die, ich meine, das sind die 8 mm Ösen. Die sind etwas kleiner und die reichen auch bei Herren- und Damenkleidung, um da einen Schnürsenkel oder ein Band durchzuziehen. Die kann man mit der Prüm Vario-Zange einbringen. Das empfinde ich als wesentlich leichter und die halten auch meiner Erfahrung nach besser. Aber wie gesagt, wie man das genau macht, nimmst du bitte notfalls den E-Book. Denn dieser Pulli soll keine Ösen bekommen. Von daher kann ich mir das jetzt hier sparen. Also, ich beginne immer ganz gerne mit dem Kapuzenstreifen. Da ist auch eingezeichnet, wo der Halsansatz ist. Das ist das schmalere Teil. Das ist also hier unten. Auch hier gibt es wieder Passzeichen. Das wird jetzt hier so rumgelegt und gesteckt und dann diese Naht geschlossen. Soweit ist schon mal der Mittelstreifen an eine Seite angenäht. Jetzt kommt die zweite Seite dran, auch rechts auf rechts. So rum würde man sich das jetzt stecken. Ich stecke mir das nicht, ich nähe das gleich so an und dabei kann man sich dann eben wieder, obwohl, ich kann es euch ja eben zeigen. Dabei kann man sich dann ja auch wieder an den Passzeichen orientieren. Schwupp. Hier in der Rundung immer schön langsam gleich beim Annähen. Dann wird es auch ganz akkurat. So. Jetzt will zusätzlich zu dem dicken
Roma, den ich jetzt schon hier drin habe, auch noch die Katze rein. Aber das mache ich mal lieber nicht. Denn die macht meistens auch nur Unfug. Gut, jetzt nähe ich das zweite Teil auch noch an. Soweit ist jetzt die Kapuze zusammengenäht. Ich schneide jetzt auch nochmal hier die Enden ab. Jetzt kommt eben dein vorderes Mittelteil der Kapuze dran. Dazu lege ich das zuerst auf eine Seite, rechts auf rechts. Schwupp. Schwupp und danach gleich mit auf die andere Seite. Und ja, jetzt schließe ich dann diese beiden Nähte. Bevor ihr dann jetzt die Nähte schließt, beziehungsweise bevor ihr sie danach absteppt, empfehle ich euch ganz dringend nochmal im Pulli nachzugucken, zu welcher Seite ihr die Nahtzugaben der Raglan-Nähte abgesteppt habt, also geklappt habt und dann abgesteppt, dann, damit es nachher richtig genau aufeinander trifft, denn die beiden Nähte treffen ja nachher hierauf und die beiden rückwärtigen Nähte der Kapuze, also vom Mittelstreifen, treffen hinten auf die beiden Nähte. Und da ist es einfach hilfreich, damit es dann auch schön aufeinander trifft, zu gucken, zu welcher Seite hatte ich die Nahtzugaben geklappt. Ich muss zugeben, dass ich es jetzt gerade vergessen hatte zu gucken, aber ich habe Glück. Ich hatte sie nach innen geklappt hier, also ins rückwärtige Mittelteil, und hier habe ich sie auch nach innen geklappt, das passt. Und hier habe ich mich jetzt noch rechtzeitig erinnert, da kann ich jetzt also hier noch gucken. Da hatte ich sie ulkigerweise nach außen geklappt, also in die Ärmel. Das heißt, ich müsste sie danach hier dann auch nach außen, also in die Seitenteile klappen, so wie es jetzt im Grunde auch liegt, nach da zeigend. Ne? Dass ihr da einfach drauf achtet, das erleichtert euch dann nachher einfach, wenn ihr gleich die Kapuze dann annäht, die Passgenauigkeit der Nähte einfach. Ha, viel geredet, ne? Und wirres Zeug irgendwie. Aber ich glaube, ihr habt trotzdem verstanden, was ich meine. So, jetzt habe ich hier zwei Kapuzen. Die äußere Kapuze und die Kapuze aus Innenstoff. Die stecke ich jetzt ineinander und nähe sie dann zusammen. Dazu müssen die beiden Stoffe rechts auf rechts liegen. Ich habe mir hier außenliegende Overlocknähte gemacht. Das soll also die rechte Stoffseite sein und das auch. Das heißt, die müssen so aufeinander zu liegen kommen. Und da orientiere ich mich dann einfach immer an den Nähten. So, jetzt drehe ich das einmal um. So, und die hier auch noch gerade legen. Genau, und dann kann man hier unten weitermachen. Gut, und wenn die ringsrum zusammengesteckt ist, dann wird sie eben auch genau hier, da wo später das Kokloch quasi ist, also wo man den Kopf durchsteckt, wird jetzt dann auch zusammengenäht. Einmal hier ringsrum. Wenn du Ösen gearbeitet hast, musst du danach, wenn du die Kapuze zusammengenäht und gewendet hast, auch noch einen Tunnel steppen. Ne? Das ist im E-Book aber auch beschrieben. Okay. So, jetzt habe ich die zusammengenäht und auch schon gleich gewendet. Und jetzt steppe ich das gleich hier rundrum ab. Und wie gesagt, wenn du hier Ösen gearbeitet hast, dann musst du auch nochmal
der Breite der Ösen einmal ringsherum dir einen Tunnel steppen. Sonst kann man kein Zugband durchziehen. Tja. Bis gleich. So, da ist die Kapuze fertig, schon ineinander genäht. Jetzt nehme ich mir den fertigen oder soweit schon zusammengenähten Pulli. Das ist vorne. Die Kapuze wird jetzt umgedreht und rechts auf diesen Ausschnitt genäht, auf den Halsausschnitt, hier ringsrum. Dazu mache ich das immer gerne so, dass ich die Kapuze einmal umdrehe. Und dann den Pulli in dieses Loch schiebe. So, jetzt habe ich ja innerhalb der Kapuze den Halsausschnitt. Jetzt stecke ich die vordere Raglan-Naht mit der Naht des vorderen kleinen Seitenteils aufeinander. Hier auch. Auf der anderen Seite. Na, schwupp. So, und dann kaufe ich mir noch eine Nadel. Hinten ist das gleiche. Die Nähte des Kapuzenmittelstreifens treffen mit den Raglan-Nähten hinten aufeinander. Das sind dann sozusagen auch unsere Passzeichen. So. Was man jetzt machen kann, ist, man kann diese vier aufeinandertreffenden Nähte vorne und hinten zuerst mit der Nähmaschine mit ein paar Heftstichen fixieren. Also ein Heftstich ist ein Stich, der eine größere Stichlänge hat und vielleicht die Fadenspannung ein bisschen runtergestellt ist, sodass man ihn notfalls, wenn es dann nicht richtig aufeinander sitzt, auch ziemlich schnell wieder lösen kann. Also nur so 3 bis 4 Stiche, ne? Weil das dann verhindert, dass es hinterher unter der Overlock sich noch verschieben kann. Ansonsten, wenn du das nicht willst und das mit der Overlock so kannst, kannst du es ja auch gleich mit der Overlock zusammennähen. Auf jeden Fall wird es jetzt hier rundherum zusammengenäht. So, da ist jetzt die Naht. Ich habe das vorher auch ein bisschen mit der Nähmaschine fixiert an den 4 Stellen. Und jetzt gucken wir mal. Es ist nicht hundertprozentig geworden. Da habe ich auch mal mehr und mal weniger Glück, aber manchmal habe ich eben keine Lust, dann irgendwie nochmal 20 Mal aufzutrennen oder so. Hier passt es hier nicht ganz, aber das fällt nachher den meisten beim Tragen sowieso nicht auf. So. Jetzt ist der Pulli schon fast fertig. So, hier habe ich doch tatsächlich die Fäden noch nicht abgeschnitten. Als nächstes nähe ich jetzt die Bündchen aufeinander. Dazu klappe ich die zugeschnittenen Ärmelbündchen auf. Die müssen jetzt hier zusammengenäht werden und das, also rechts auf rechts, ne? Gesehen, ich habe sie umgedreht, umdrehen, rechte Seite des Bündchens auf die rechte Seite legen und den Saumbund, der wird hier zusammengenäht. Bevor ihr jetzt allerdings die Bündchen annäht, empfehle ich euch,
wenn ihr euer Modell oder denjenigen, für den der Pullover bestimmt sein soll, da habt, eine kleine Anprobe vorweg zu machen. Nur für den Fall, dass der Pulli jetzt irgendwo zu lang oder zu kurz ist, könnte man ja notfalls am Bündchen, also über das Bündchen, noch die Länge variieren, indem man ein kürzeres Bündchen nimmt oder nochmal neu zuschneidet ein längeres. Oder aber einfach, indem man die Ärmel kürzt, oder hier kann man auch minimal noch was wegnehmen. Nicht zu viel, weil da ja die Tasche auch so ein bisschen die Höhe vorgibt, aber man kann da noch ein bisschen variieren. Ne? Und wenn ihr jetzt niemanden da habt und euch nicht ganz sicher seid, vielleicht einen gut passenden Pullover mal drauflegen oder drunterlegen, wie auch immer, so zum Vergleichen. Ja, das würde ich halt in jedem Fall dann immer tun. Was noch so eine Sache ist, sind die Bündchen sind nur Anhaltspunkte. Bündchenware ist sehr unterschiedlich dehnbar. Das heißt, wenn ihr jetzt diese Bündchenware, die ist, hat sehr viel Zug, die ist also sehr stramm, die leiert nicht so schnell aus. Darum kann ich hier, ich habe es jetzt ein bisschen länger zugeschnitten, weil ich mir immer nicht sicher bin, wie viel ich am Ende wirklich haben will. Ich persönlich mag es nämlich nicht, wenn das Bündchen so ist, der Saumbund und der ganze Pullover sich dann hier unten so einzieht. Das ist nicht so mein Geschmack. Aber es gibt sicher Leute, die das so lieber mögen. Also von daher müsst ihr da immer noch mal ein bisschen vorher gucken, wie viel Bündchenweite wollt ihr. Also ich werde das Bündchen jetzt hier noch ein kleines Stückchen kürzen. Das Originalschnittteil, mal gucken. Das Originalschnittteil ist ein Tick kürzer und das kommt in diesem Fall dann auch hin. Das schneide ich dann einfach hier nochmal ab und dann ist das auch in Ordnung. Und bei den Ärmeln überprüfe ich das auch nochmal. Da habe ich aber original zugeschnitten. Ja, das ist auch in Ordnung. Genau, gut. Dann nähe ich jetzt erstmal die Bündchenteile zusammen und gleich geht's weiter. So, da habe ich meine Bündchenteile. Zweimal das Ärmelbündchen. Hier sieht man jetzt auch durch das Grüne ganz gut die Naht. Jetzt wende ich die Bündchen, ich lege die Nähte aufeinander und wende die Bündchen so, dass die zwei Seiten links auf links zu liegen kommen. Jetzt habe ich so einen Bündchenring. Das gleiche mache ich mit den Ärmelbündchen. So, hier ist es jetzt etwas ganz bisschen, steht jetzt über, weil ich es mit der Overlock angenäht habe, zusammengenäht habe, meine ich. Dann verzieht sich das immer minimal, weil es sich ja auch ausdehnt, das Bündchen. So. Jetzt habe ich hier auch zwei kleine Bündchenringe. Die werden jetzt auf die Ärmel gesteckt. Damit beginne ich. Das ist mein Ärmel. Und die Naht des Bündchens soll auf die Naht des Ärmels treffen. Hier ist es offen, ne? Und das geschlossene Teil zeigt zum Ärmel hin. So. Jetzt dehne ich mir das Bündchen ein bisschen auf, sodass ich hier den Ärmel auch reinbekomme. So. Kommt noch mal zur Orientierung eine Nadel in ungefähr die Mitte. Man kann es auch auf vier Stellen machen. Vielleicht ist das für Anfänger oder ganz sicher sogar ist das für Anfänger besser geeignet. Also hier ist es offen. Ich ziehe das so rüber, stecke hier die Nähte aufeinander, fixiere das mit einer Nadel. Und für mich oder Fortgeschrittene reicht es, wenn man sich den Bündchenring mit zwei Nadeln markiert. Wer da noch nicht so sicher ist beim Annähen eines Bündchens, der kann sich auch auf Viertel stellen, also vier Nadeln das Ganze markieren. So, feststecken meine ich. Mit dem Saumbund geschieht jetzt dasselbe. Der ist jetzt, liegt jetzt links auf links. Den drehe ich mir jetzt so rum, dass die offene Seite nach hier, die offene Seite zu mir zeigt. Die Naht platziere ich auf einer Seitennaht,
Wahlweise könnte man das natürlich auch hinten in der Mitte machen, wenn das jemandem besser gefällt. Am Ende ist es egal. Und manchmal hat man ja auch Glück und kriegt einen geschlossenen Bündchenring zu kaufen, der jetzt genau die Weite hat, die man bei diesem Pulli haben möchte. Dann braucht man es gar nicht auseinanderzuschneiden und dann hat ja der Bündchenring auch gar keine Naht. Das hatte ich auch schon. Zwar nicht oft, meistens muss ich es zuschneiden und dann zusammennähen, aber ab und an hatte ich es doch schon. So, das ist jetzt ungefähr die Hälfte hier drüben. Die wird dann auf die andere Seitennaht gesteckt. Und hier sieht man schon, das Bündchen muss nur leicht gedehnt werden. Das ist mir, wie gesagt, lieber. Ich stecke es mir jetzt dann hier auch noch mal mit Nadeln fest. Hier hinten auch noch mal einmal. Und dann nähe ich das gleich an. Beim Annähen muss man jetzt natürlich darauf achten, dass man das Bündchen leicht dehnt. Hier sieht man es ganz gut. Man lässt die untere Schicht, wie sie ist, und dehnt nur oben beim Annähen so weit, dass es dann nachher genau eine Länge hat. Beim Pulli sei noch, also bei der Unterseite sei noch gesagt, dass man natürlich darauf achten muss, dass alle drei Stofflagen auf, alle vier eigentlich sogar, eins, zwei und dann zwei vom Bündchen aufeinander liegen. Mir ist es da nämlich auch schon mal passiert, dass ich dann angenäht hatte und umgedreht und dann guckte hier die Tasche raus. Da hatte ich sie nicht richtig mit angenäht. Ne? Also da kann man dann, während man da am Zusammennähen ist, auch noch mal drauf achten. Okay, dann mache ich das jetzt eben mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da ist er jetzt. Fertig, Mr. Komet. Passend zu Lady Komet und Komet, wenn ihr denn wollt. In allen möglichen Varianten, für die ganze Familie oder aber Vater-Sohn-Look, Mutter-Tochter-Look, wie auch immer. Ich habe jetzt hier unten nochmal mit der Cover eine Naht gezogen. An den Bündchen nicht, aber am Saumbund. Natürlich sieht es jetzt nicht ganz so toll aus, weil ich einfach kein Modell zur Verfügung hatte jetzt auf die Schnelle und die Puppe natürlich Busen hat. Aber ihr könnt euch so in etwa vorstellen, wie das Ganze fertig aussieht. Hinten die Kapuze und nochmal die Teilungsnähte. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder viel Spaß gemacht beim Zuschauen. Bei Fragen wie immer meldet euch. Unter www.mialuna24.de findet ihr auch meine Kontaktdaten oder ihr schaut in meinen Blog oder auf meine Facebook-Fanpage. Tschüss, bis bald!